Doch es gibt noch mehr zu tun für Tamme. Eine Kaltblutstute hat Haut- und Gelenkprobleme. Anton übernimmt das Aufwärmtraining, Stretchen. Gut, sauber. Mit einem Metallstück löst Tamme Reflexe beim Pferd aus. Die verschobenen Wirbel recken sich so von selbst ein. Diese Jokuladen, die willst du ja sicherlich weghaben, nicht? Das sind Milben. Die können auch eine Mauke beschädigen. Und weil wir die nicht haben wollen, vergiften wir einfach für 14 Tage das Pferd. Wir gehen bei und nehmen Schwefelblüte. Frau, hier mit. 2,5 Gramm Schwefelblüte auf so ein Kaliber, rein aufs Maul. Dann fängt er nach 2 Tagen an zu stinken. Und dann nicht nur da laufen die Milben, über dem ganzen Körper werden die Milben frei. Die Milben kommen ans Tageslicht, einfach absprühen und mit Jakutin, Flohpulver rüber oder Flohspray. Dann hast du 10 bis 12 Tage das gemacht und dann brauchst du dir nächstes Jahr keine Sorgen machen, kommt nie wieder. Sie haben ein Pferd gehabt, ohne Schweif, alles weggescheuert. Mähne blutig. 10 Tage das Zeug gemacht, da sagt der Vater, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Am 3. Tag haben wir einen 10-Kilo-Eimer voll Milben runter mit der Kadetsche. Der ganze Eimer lebte nur. So viel Scheiße ist aus der Haut rausgekommen. Dann Gift drüber und dann ist das Pferd clean und fertig. Hier würde ich auch an solchen Stellen kein Blauspray dran tun, nur würde ich einen Schlag Honig drauf tun. Dann kommt nie faules Fleisch und die Wunde schließt sich viel schneller. Der da oben lässt für alles ein Kraut wachsen. Hier ist eine Stelle mit Milben. Und das ist auch so eine Stelle, wo die Pferde, jetzt sind da ein bisschen lange Haare, aber wenn wir da schorfen hier, siehst du, dann kommen diese ollen Stellen drunter. Und dann machen wir einfach so eine Kur und zack, dann sind die ihre Sorgen los. Und der Besitzer hat ein Pferd, das kein Toupet braucht. Auch schön, oder? Ja, toll. Ich glaube, der Erfolg, den man jetzt mit unserem Laienauge gesehen hat, der spricht dafür. Und für mich war neu, dass das Milben sind hinten im Sprunggelenk. Das habe ich noch nie gehört. Wir werden das versuchen. Und es ist gut, wenn wir da das Fell reinigen können und der ganze Dreck rauskommt mit so einfachen Mitteln. Und die dickste Räude und all diese Scheuerstellen, wo die Pferde sich so maßlos mit quälen, sind natürlich dann innerhalb 14 Tagen behoben. Gefahr erkannt, Gefahr fast gebannt, lautet die Devise.